In diesem Video grüße ich Maya Springweek, Rachel Beefire, Christina Friendlight, Aria Dreamroad, Anaya Towerman, Jayla Almondball, Daryl Woodkin, Bethany Eagle Valley, Arena Silverleaf und Dasha Summerstrong. Viele Grüße an euch und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Hallo Leute! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon, es ist irgendwie Nacht und es ist schon auch relativ spät in der Nacht. Also wir haben fast 2:30. Heißt, es ist wieder mal Zeit für ein Video, wo ich mitten in der Nacht nach einem Pferd suche. Und dieses Pferd werden wir dann kaufen. Ich mache diese Challenge nochmal, weil ganz, ganz, ganz viele Leute sie nochmal sehen wollten und sie mir auch selber sehr viel Spaß macht. Und ja, gut, dann machen wir das mal. Und heute starten wir auch mal woanders als in Südhof, denn ich dachte mir, wir starten einfach mal hier oben auf dem Dach der Reitarena. Und im selben Zug können wir auch direkt mal hier gucken, ob vielleicht schon mal jemand hier ist, was ich zwar bezweifle, aber wir gehen weiter nach Golden Hills und begeben uns auf die Suche nach einem Pferd, was bei uns neu einziehen wird. Also hier im Global geht es schon ab, möchte ich sagen. Also da sind schon Leute. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die Leute? Ja, ich glaube, der Goldblattwald ist ein bisschen lost. Weil warum sollte man jetzt um 2:30 hier in Goldblattstall rumreiten? Stall vor allem. Goldblattwald herumreiten so. Reiten hier einmal außen rum. Vielleicht macht da jemand gerade die Rufquests mit dem Angeln. Who knows, who knows. Wäre auf jeden Fall mal was Sinnvolles. Aber nö, das tut sich keiner an um die Uhrzeit. Das dachte ich mir schon fast. Und dann reiten wir jetzt Richtung Golden Hill Valley Stall. Und wenn dort niemand ist, dann benutzen wir den Trakener. Sprachen lernen, Bubble. Dann benutzen wir den Transporter, so heißt das. Dann benutzen wir den Transporter, um uns eine neue Stelle auszusuchen, sag ich mal. Hier ist keiner, hier ist keiner, hier auch nicht. Keiner Highscore oder irgendwas. Dann ist es wohl soweit und wir gehen in den Trakener. Mhm. In den Trakener, so nenne ich das jetzt. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt nicht so weit weg von allem. Redwood Point vielleicht, mal gucken. Ja, wir gehen mal nach Redwood Point. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, hier würde ich chillen, wenn es Nacht ist. Chillig eigentlich. Vielleicht gucken wir mal kurz nach Mannheim rein. Ich weiß auch jetzt irgendwie nicht, was ich erwartet habe. Ich würde sagen, Starshine Ranch wäre vielleicht eine ganz gute Schilling-Investition. So, angekommen. Oh mein Gott, die Musik von Mannheim läuft weiter. Love it, wirklich. Mein Herz geht auf. Okay, ist tatsächlich auch niemand. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, Leute, hier an der Starshine Ranch ist halt auch irgendwie gar nichts los. Deswegen würde ich sagen, begebe ich mich wieder Richtung Trakener. Und wir gehen zum Landgut. Oh Gott, Leute, ich habe mich umentschieden. Wir gehen nach Fort Pinter. Also so aus Trakener raus sehe ich jetzt mal keinen. Rechts und links. Auch nicht. Krass. Das finde ich immer krass, wenn diese Ställe hier leer sind. Ja, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter und wagen uns nach Moorland. Und aus dem Trakener an sich sehe ich jetzt niemanden. Mal rechts und links schauen. Auch nicht.
hier so um die Ecke, maybe? Nö. Einfach niemand in Moorland. Ich pack das nicht. Ich liebe ja Moorland. Ich fühle mich hier sehr, sehr geborgen, muss ich sagen. Oh, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Aber es sieht aus wie ein Anfi, es sieht aus wie ein Anfi-Pferd. Oh, wie letztes Mal in Moorland. Wartet, Leute. Pferd, würdest du dich da rausbegeben, bitte schnell? Wir müssen gucken, was das für ein Pferd ist. Was sieht mir wie ein Anfi aus von Weitem? Ja, das ist ein Anfi. Das wäre so cool gewesen, wenn uns jetzt so einfach jemand entgegengekommen wäre. Oh Gott, jetzt reitet sie mir hinterher. Das wollte ich jetzt auch nicht. Also ich meine, kannst du mir gerne hinterher rennen, aber wir werden hier nichts mehr reißen im Leben. Ich stell mich mal hin. Ich bleibe einfach mal stehen. Kommt sie? Kommt sie? Oh, okay. Was ist jetzt? Was, wenn ich jetzt weiterlaufe, kommt sie dann hinterher? Ja. Ich fühle mich ein bisschen gestalkt. Stellt euch das mal im echten Leben vor. Hättet ihr auch Angst, gell? Was, wenn ich mich hier verstecke? Was dann? Checkt sie das? Dann gehe ich nochmal da lang. Ist sie dann auch am Gehen? Was willst du? Was willst du? Kommt sie? Kommt sie? Hallo? Ich habe sie doch gerade noch laufen sehen. Hä? Och komm. Ich wollte die jetzt noch fragen, was ihr Ding ist. Was ihre Mission ist. Dann nicht. Ich hätte sie jetzt schon gerne noch gefragt. So, ihr seht schon, wir reiten hier gerade Richtung Steve. Aber ich werde natürlich nicht über die Steve-Koppel reiten. Denn ich habe das Gefühl, dort sind alle Leute, die gerade noch in den Global-Chat schreiben. Also ich reite mal hier waagehalsig hier durch. Is there anyone? Mal hier so an die Seite. Oh, ist da jemand? War das jemand? Ja, oh, da ist jemand. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Pferd? Hallo? Da ist noch ein Pferd. Was ist das? Ha? Hä? Lol, was ist das? Morgen. Ja, Ehre, ich habe keinen Morgen. Ja, habe ich schon Bock drauf, muss ich schon sagen. Werde ich zwar nie leveln, sehe ich jetzt schon kommen, aber hätte ich schon Bock. Wir begeben uns jetzt mal nach Fjörgrove und gucken mal nach, ob das süße Dings da steht. Oh, guck mal, wie viele hier stehen. Das meinte ich halt, deswegen bin ich nicht durch Steve durchgelaufen, weil ich mir das schon dachte, so ein Haufen Menschen. Aber das hier wird auf jeden Fall das Pferd sein, was ich mir hole. So, wir sind jetzt hier in Fjörgrove und dann gucken wir doch mal, ob das hier wirklich steht. Ich habe das hier noch nie gesehen. Hier steht er ja. Und da steht auch noch der schwarze, den finde ich ja auch hübsch. Oh, die kosten nur noch 790. Geilo. Aber der schwarze hat so schöne Locken. Oh. Dieses Morgen hier wird es sein. Das ist das weiß-graue, mausgraue, I don't know. Auf jeden Fall suche ich mir jetzt einen schönen Namen raus, der vielleicht auch sogar widerspiegelt, dass es hier gerade 3 Uhr nachts ist. So, Leute, ich habe mein Spiel in der Zwischenzeit noch auf Englisch umgestellt, weil ich das ausprobieren wollte mit den leeren Namen hier. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Manchmal kriegt man Netzi, wenn man englische Namen auswählt. Und ich werde das Pferd, wenn es klappt, Ghost nennen. Dann erinnern wir uns auch immer daran, dass wir das mitten in der Nacht gekauft haben. Ich drücke mal auf OK und wir hoffen jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Yes! So, ich denke mal, es steht auf der Weide. Und hier haben wir schon unseren lieben Ghost. Finde ich total hübsch, dass man nur den Namen nehmen kann. Ja. Steigen wir mal auf. Ich bin noch nie, wirklich noch nie ein Morgen geritten. Also never, ever, ever. Was ziehen wir dir jetzt an? Ich brauche jetzt noch kurz hier die Trense von der lieben Sandstorm. Und die Hufi. Isleys. Stop talking. Sometimes I just wanna sleep. So, gucken wir doch mal an. Ah, ich mag die alten Pferde schon gerne. Ja, das sieht, also es erinnert mich sehr, sehr an den Hannoveraner. Aber ich habe den Hannoveraner geliebt. Ja, mega. Also ich finde den echt wunderhübsch. Ich gucke jetzt nochmal nach den Man-Stilen. So, ich gucke mal nach dem kurzen, weil... Oh Gott, chill. Weil ich glaube, dass mir das besser gefällt, wenn er kurze Mähne hat. Ja doch, das gefällt mir besser auf jeden Fall. Der Schweif ist jetzt nicht mehr ganz so schön wie vorher. Aber es gefällt mir besser, denn die Mähne war schon ein bisschen so, naja, alt. Hier ist nochmal das Steigen. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Muss der nicht gleich bis zum Mond greifen. Ich will mir noch den Fullstop anschauen. Ja, dramatisch. Guck mal, wenn ich das nach oben hin mache. So richtig. Oh Gott. Oh Gott. In der Senkrechten.
In der Senkrechten. In dem Sinne würde ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Es ist mittlerweile 3 Uhr. Also wir haben eine gute halbe Stunde hier verbracht, ein Pferd zu suchen. Und ja, damit beende ich auch das Video wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like da. Und abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt oder ihr generell Star-Stable-Content interessant findet. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss.